wenn ihr noch keine 50 Kilometer geschafft habt, ist das fantastisch. Danke, Oma. Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Short Adventure Stories. Heute mal was ganz Spektakuläres, und zwar, wir wollen heute einen Burger essen. Wieder mit dabei, Homeboy, Mr. Juhu. S. Wir werden dafür heute 50 Kilometer laufen, beziehungsweise gehen, auf dem Leinradweg. Ist die erste Etappe von Leinefelde nach Göttingen. Die misst knapp 52 Kilometer. Und genau, in Göttingen gibt es dann, falls wir rechtzeitig ankommen, Armbrot, und das ist in dem Falle heute ein schöner Burger. Leute, bleibt dabei! Juhu! Die ersten 5 Kilometer! Ja, hier, Fahrrad kann doch jeder. Das war ein E-Bike gewesen. E-Bike. Leute, was sagt man nochmal? Baden statt Laden! Was? Der Fußbus fährt immer und baden statt laden. Verstehst du? Wegen E und so. Baden statt laden. Ach Digga. Jetzt hat er's. Wir sind jetzt gute anderthalb schon unterwegs. Hälfte ist rum. Ne, wir machen jetzt demnächst unsere ersten 10K voll. Schauen wir mal, ne? Bis jetzt. Ist eigentlich immer noch alles ganz geschmeidig. Okay, ich gebe zu, mein linkes Knie hat sich schon mal kurz gemeldet, aber ich glaube, das geht. Die ersten 10 Kilometer haben wir jetzt abgerissen. Bis jetzt alles immer noch beim Alten. Zu langsam merkt man schon mal, dass man Beine hat. Aber das sollte ja auch so sein. Ansonsten haben wir echt super Glück mit dem Wetter. Es ist windig wie verrückt, aber es war eigentlich für den ganzen Tag Regen angesagt. Das blieb uns bis jetzt erspart, aber ja, wir haben ja auch noch mal die vierfache Strecke vor uns. Yoga weiter ist am Start. Ja, warte. Wie geht das? Was ist denn das? Die sterbende Katze? Leute, der erste kleine Stopp. Hier mal so ein bisschen die Haxen wieder zu dehnen. Zu mobilisieren. Das Problem ist so, dass ich keine Ahnung habe, was man da für Übungen macht. Und weiter geht's. Geht's. Freunde, Wetterumschwung ist da. Der erste Regen. Gut, Wind hatten wir schon die ganze Zeit. Stimmt es jetzt nicht mehr. Es hat eigentlich auch schon wieder fast aufgehört zu regnen, bis ich die Jacke einhalte. Freunde, wir sind angekommen in Heiligenstadt. Wir werden jetzt unsere erste kleine Rast machen hier im Kurpark. Wir haben jetzt knapp 16 bis 17 Kilometer abgerissen. Es ist jetzt wirklich ein Drittel unserer Gesamtstrecke. Deswegen gibt es jetzt mal die erste wirkliche Pause, wo wir nochmal ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, nochmal kurz mal hinsetzen, mal ganz kurz die Haxen entspannen. Ich werde jetzt mal auf Stefan auf seine Creme zurückkommen, mal die Füße ein bisschen einfetten. Die Wahrheit sieht so aus. So, Freunde, erstes Päuschen. Hast du Bock? Hast du noch Bock? Ich eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Ich mache das alles nur für die Community. Ist so. Also ich muss sagen, meine Beine fühlen sich immer noch ziemlich soft ein. Es sind tatsächlich eher die Füße, die so ein bisschen sich melden. Aber ja, es geht weiter. Ihr kennt Frodo, ihr kennt Sam. Ja. Und hier ist... Alter, lass mich in Ruhe. Man filmt Menschen nicht, wenn er sich an die Füße eingreben möchte. Ah. Oh. Das ist richtig weiß, ey. Gut, weiter geht's, Freunde. Pause ist vorbei. Wir starten wieder los.
Freunde, 20 Kilometer haben wir jetzt abgerissen. Also, wir stehen kurz vor der Hälfte. Und jetzt gibt es hier aber auch einen brutalen Wetterumschwung. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt, aber man sieht schon an Stefan seinem Outfit. An meinem Gesicht auch. Ja, der Junge hat Bock. Ah, ich habe eine Blase, glaube ich. Alter, er hat eine Blase. So. Mal gucken, ob wir das jetzt die nächsten 30 Kilometer mit diesem Wetter hier fortsetzen. Oder ob doch nochmal die Sonne rauskommt. Ja. Liebe Leute, ihr schönen Zuschauer da draußen, wir haben jetzt die Hälfte unserer Tour abgerissen. Und wie fühlst du dich? Ich bin gut drauf. Nein. Ich hab ein paar Blasen. Er hat ein paar Blasen. Knie. Und Knie. Also Knie habe ich auch. Blasen nicht. Nee, Spaß beiseite. Also tatsächlich muss ich sagen, fühlen sich meine Beine noch ziemlich straight ein. Es läuft alles bis jetzt. Ich glaube, meine Schuhe, die machen es tatsächlich echt aus. Ja, wie gesagt, Wetter ist so, naja, jetzt wird es wieder windig, aber trocken ist es. Und wir können auf jeden Fall schon so langsam die Fritteuse riechen, ey. Ja. Also. Der soll schon mal einen Ofen anmachen. Ja, sag Alex Bescheid hier, wir haben Knäs. Wetterwechsel. Wie finden wir das? Spitze. Zieht euch rein. Meine Lehrerin hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Hat sie recht. Hat sie recht, ey. Weise Frau. Mein Vater hat immer gesagt, mach dich raus, renn ein paar Runden im Block. Okay. Ein weiser Mann, ey. Okay. Der hat's kapiert, ey. Geil. Juhu. Freunde, die Wieselmühle. Stefan, erzähl doch mal die Story hinter der Bude. Ich glaube, also es war halt ein altes Haus, das steht hier kurz vor Ahrenshausen. Und ja, das war baufällig und das wollte jemand abreißen. Und dann haben die irgendwie festgestellt, dass in dieser Hütte oben relativ viele Fledermäuse hängen. Und dann stand das natürlich dann unter Denkmalschutz logischerweise. Dann haben sie das super aufwendig restauriert wieder. Und jetzt ist, glaube ich, da keine einzige Fledermaus mehr drin. Sehr gut. Weil die sich vielleicht doch in die guten alten rustikalen Gegenden wohlfühlen. Nach deutscher Norm, ey. Ja. Perfekt. Freunde, 30 Kilometer haben wir jetzt abgebuckt. Wir stehen kurz vor Ahrenshausen. Klopfen gerade an in die Pforten. Wir haben echt jetzt langsam auch Bock auf den Burger. Ich denke mal so 5 Stunden. Höchstens sind wir da. Kein Problem. Pause Nummer 2. So Freunde, wir haben jetzt die 30 Kilometer voll, machen jetzt die zweite Pause, weil Stefan merkt schon so ein bisschen seine Knie. Eins. Und ich merke gerade 2 Zehen. Ich schmier mir jetzt noch mal ein bisschen Hirschteig an der Keten. Stefan macht doch mal ein bisschen Yoga. Ich denke mal, wir ziehen uns vielleicht noch mal ein Brötchen rein. Und dann müssen wir auch schon wieder weiter. Eingriff musst du machen, Alter. Soll ich mehr den Zombie-Fuß, ey? Boah, ey, Leute, der Junge sieht aus, als hätte er 2 Stunden in der Badewanne gelegen. Ey. Alter Schwede. Ich will das alles nicht mehr. Geht das so? Wie gut funktioniert denn das jetzt mit dem Blasenpflaster über der Creme? Ich weiß es nicht, gar nicht so gut, glaube ich. Sieht so aus, als ob es nichts wird, ey. Legst jetzt drüber, zieh jetzt eine Socke an und die wird das regeln. Und pass mal auf jetzt hier. Sieht halt ein bisschen musig jetzt auch aus, die Socke. Aber das ist eigentlich auch gar kein Problem. Ah! Oh. Das fühlt sich aber auch gut an. Ja. So, weiter geht's. 30 Kilometer gewuppt, es geht weiter. Und es regnet wieder, Freunde, es regnet. Stark. 9 km/h haben wir das. Wir kommen der Sache näher. Landkreis Göttingen. Bye bye, Eichfeld. Noch 18 km/h. 18 km/h.
Ich da einen Pumpen? Dreck aus Husen! Ich sehe gerade, dass dein Auto nicht mehr dasteht. Und ich kann nur sagen, eine super Leistung habt ihr hingelegt. Das ist Oma Gitter. Jetzt machen wir mal die erste. Ja, hallo ihr zwei. Wo seid ihr denn jetzt? Ihr werdet doch nicht etwa schon euer Ziel erreicht haben. Maschine, ey. Hallo OVD. Wir sind noch auf dem Weg. Freunde, findet ihr auch, dass das hier ein bisschen apokalyptisch aussieht? Crazy! Hey. 38 K! So langsam sagen meine Knie auch Hallo! Und die Füße. Also langsam fange ich an zu hinken. Aber wir sind immer noch optimistisch. Nochmal ein Häuschen. Nochmal kurz. Bisschen die Knochen ruhen und dann machen wir die letzten 9 Kilometer auch noch. 40 Kilometer haben wir jetzt auf der Uhr. 40 km. Aber Leute, ich glaube, bei der letzten Etappe habe ich immer noch erzählt, ist alles in Ordnung. Und jetzt hat gefühlt, irgendwie in den letzten 2 Kilometern ist gefühlt irgendwie mein Körper aufgewacht und hat gesagt, so nicht, Alter, so nicht. Guck dich den an. Den geht's genauso, ey. Irgendwie ist meine Füße ganz weich, ey. Ja. Also Leute, wir haben auf jeden Fall unser Tempo jetzt richtig hart zurückgeschraubt, weil wir jetzt beide tatsächlich echt hart mit unseren Füßen zu tun haben. Es ist eher noch so eine Humpelbewegung anstatt marschieren ist. Und das Ganze müssen wir jetzt noch mal 10 Kilometer durchziehen. Geil, ey. Nicht mehr. Wir sind schon mal über die Schienen gegangen. Ich glaube, die verarschen uns hier am laufenden Bein. Die verarschen uns wirklich. Links abbiegen. Der körperliche Verfall ist jetzt da. Aber sowas von, Alter. Hä? Was ist der Leineradweg? Ich weiß nicht, ey. Wollen die uns völlig verarschen oder was? Ich könnte mir vorstellen, dass die andere Seite irgendwie begehbarer ist. Ja, genau. Endet das da vorne im Nichts? Ich will es nicht hoffen, Alter. Sonst müssen wir über die Schienen drüber rennen. Habt ihr nicht gehört, Community? Kilometer auf der Uhr. Und ich weiß nicht, wie gut man es auf der Kamera sieht, aber ich würde sagen, wir steuern hier gerade auf jeden Fall noch mal in ein kleines Unwetterchen rein. Gewitter. Gewitter. Neues Düsseldorf. Aber ganz ehrlich, die 6-7 Kilometer, die schaffen wir jetzt auch noch. Also egal was für Wetter. Bis du kapierst. Oh, oh, oh ja, oh, das sieht gut aus. Alter Vater. Freunde, da ist es. Oh, ich krieg mich gar nicht mehr drauf. Wir haben es gepackt. Göttingen, 50 Kilometer abgerissen. Wupp, wupp. Freunde, ihr wart dabei, Alter. Wie findest du das? Ich find's super. Ich beleuchte mich mal myself. Ja, mittlerweile ist es dunkel. Tolles Abenteuer, dankeschön. Ja, Mann. Danke dafür. Wupp. Jo. Krass. Ey, das ist echt gut gerade. So, Freunde, Burger ist gegessen, 50 Kilometer sind abgerissen. Ich würde sagen, an der Stelle ist auch das Video vorbei. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, swipen, alles machen. Und bis zum nächsten Mal. 52 Kilometer! Ha 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 ha!
du musst halt echt, du musst eingreben, sonst wird's nix. Tu deinen Füßen was Gutes, greb halt auch mal nach. Hallo Oma, nee, wir sind... Ich sehe gerade, dass dein... Schau sie jetzt.